Liebe und Sehnsucht, Begierde und Verlangen, konnte er ohne sie nicht mehr weiterleben. Er war verzaubert von der Grazie und Schönheit, mit der sich die ihr pechschwarzes Haar aufgeträgt, bewegte. Ja, zu mehr Kaffee, nein, zu mehr Kuchen, sagst sehr viel vielleicht, sagst auch, du würdest sie sicher bald wieder besuchen. Das gehaltvollste Gespräch, das mein Vater je mit unserem Nachbarn geführt hat, war: Moin. Moin. Wetter, ne? Jo. Ende des Gesprächs. Der Mann stark, zäh, kühl und er weiß, er braucht kein Parfüm. Sein Parfüm ist der Schweiß. Er ist dann wach, wenn andere schlafen, riecht sein Atem noch nach Rauch oder das Rauchen schon nach Atmen. Er kann's nicht sagen, riecht doch auch bereits der Staub im Haus nach ihm. Wir haben linksradikale Krawallmacher auf den Straßen und rechtsradikale Krawallmacher im Bundestag. Wir haben Angst vor Terror, Krieg, Überfremdung der nächsten Staffel Germany's Next Topmodel. Weißt du, was zu Deutschland gehört? Wenn eine jüdische, schwarze Lesbe ohne Arme im Zug mit den Füßen ein Leberwurstbrot isst und besoffen Despacito singt.